Stableitung von Alicia. Vielen herzlichen Dank und einen ganz großen Applaus. Liebe Kirmesfreundinnen und Kirmesfreunde, herzlich willkommen auf dem Blobach. Herzlich willkommen zur Eröffnung unseres Festplatzes. Es ist ja wieder angerichtet. Sie haben schon gesehen, wir haben 36 Fahrgeschäfte oder andere Geschäfte auch. Es ist wieder ein großartiger Platz. Ich hatte gerade das große Glück, schon mal über den Platz gehen zu dürfen. Es ist wirklich ein tolles Angebot und vielen herzlichen Dank für das große Engagement unserer Schausteller, die von allen Herrenländern aus Thüringen, aus Deutschland hier nach Mühlhausen gekommen sind. Und wir haben wieder einen ganz, ganz, ganz großartigen Festplatz. Und Sie wissen ja auch, ihr wisst ja auch, das ist eine der bedeutendsten in ganz Thüringen, nämlich die Nummer 2 in Thüringen. Und da sind wir ganz stolz drauf. Also umsatzstark, gut besucht. Es ist wirklich auch eine tolle Werbung für Mühlhausen. Und wie gesagt, das Engagement der Schausteller ist großartig. Der Michael wird gleich noch was dazu sagen. Aber ich will auch Danke sagen allen denen, die sich hier auch engagiert haben. Das ist von der Stadtverwaltung, vom Bauhof, die hier eine Menge mitgeholfen haben. Und wir merken immer wieder, wenn wir das gemeinsam machen, dann klappt das wirklich super. Und das werden wir auch in den nächsten 10 Tagen erleben zur Mühlhauser Kirmes. Wenn wir zusammenhalten, dann ist das wirklich großartig. In dem Sinne wünsche ich uns allen einen wunderbaren Festplatz. Euch, den Schaustellern, gute Besucher, den Besucherinnen und Besuchern einfach ganz großartige Erlebnisse, freudige Erlebnisse, denn es macht wirklich Freude, es lenkt mal ab vom Alltag und deswegen uns allen alles Gute und ja, schon mal jetzt eine schöne Kirmes, aber wir wissen ja, morgen zur Musikschau wird die Kirmes dann offiziell eröffnet werden und ich sage aber jetzt, der Festplatz ist hiermit eröffnet. Und jetzt, Michael, willst du noch ein bisschen was sagen? Ja, Johannes, mein Lieber, ich muss dich ein klein wenig verbessern. Du hast gesagt, die zweitgrößte, das ist nicht ganz richtig. Wir sind die erstgrößte Stadtkirmes in Thüringen. Also, ja, wir sind die Besten. Wir sind hier die Besten. So. Und dann möchte ich Ihnen nur noch, meine Damen und Herren, kurz dazu sagen, die Schausteller an sich, die hier alle hergekommen sind, bedanken sich auch schon mal wieder jedes Jahr recht herzlich bei der Stadtverwaltung, beim Oberbürgermeister, bei den einzelnen Behörden, ob es die Straßenverkehrsbehörde ist, das Ordnungsamt, das Grünflächenamt, alle, die uns mitgeholfen haben dieses Jahr. Kurz möchte ich Ihnen noch mitteilen, wir öffnen jeden Tag 14 Uhr, außer am Sonntag zum Umzug geht es um 12 Uhr los und am Mittwoch haben wir einen Familientag hier mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften. Am Donnerstagvormittag von 12 bis 14 Uhr haben wir die Schausteller wieder eingeladen für die Menschen mit Handicap, dass die hier 2 Stunden Karussell fahren können, ohne großes Gedränge zu haben. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch, dass Sie Ihr ganzes Geld, was Sie noch haben, bei uns ausgeben und noch woanders hinschaffen. Denn wir brauchen es auch ganz dringend. Und ich möchte dich jetzt bitten, Johannes, du kannst jetzt gern mal sehen, mit wie vielen Schlägen es klappt. Also, weil wir live sind, müssen wir noch warten. Aber wir wetten jetzt mal auf 2 Schläge, ja? Das machen wir. So, Festplatz und überhaupt die schönste Kirmes in Thüringen. Also ich habe schon recht. Thank you.
Dankeschön.